Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Cloud Gaming Kanal Beautiful People. Alan Wake 2 ist draußen und zwar via Epic Games Store für PC erhältlich, aber auch in der Cloud spielbar via GeForce Now. Und ich habe das Ultimate Abo abonniert und es macht auch richtig Sinn, dieses Spiel darüber zu spielen, weil ganz ehrlich, was sagen alle Tester, was sagen alle Reviewer, dass es ein grandioses Spiel ist, aber dass es die Grafik wohl an extremst hochschrauben soll. Das Crysis des Jahres 2023 soll es wohl sein. Es reizt alles aus. Aber was habe ich gemacht? Ich habe alle Grafik-Presets hochgestellt. So richtig hoch. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Also wahnsinnig hochgestellt. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wir gucken uns das an. Und außerdem bin ich sehr gespannt, wie sehr horrormäßig dieses Spiel ist und vor allen Dingen, wie oft ich mich erschrecken werde. Und das Spannende und das Schöne für euch vielleicht da draußen wird noch sein, dass ich am Halloween-Tag, am 31. Oktober, abends 20 Uhr, dieses Spiel an dieser Stelle, wo ich heute aufhöre, weiterspielen werde. Aber halt live, hier mit euch, wenn ihr wollt, im Stream. Und vermutlich werde ich da so einige Male nicht ganz leise sein können, mich erschrecken und laut schreien. Also kommt doch gerne mit rein in den Livestream, 31.10. 20 Uhr. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Also schauen wir mal rein. Hier erstmal jetzt in die Optionen und jetzt gehen wir hier mal in die Grafikoption, damit ich euch das nochmal zeigen kann. Also wir machen Vollbild, wir lassen in das Rendern natürlich in 4K und ich habe das auch hier bildschirmmäßig in 4K. Wir machen DLSS aber rein und auch die Frame Generation und dann haben wir alles hoch, 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 ultra, 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 hoch, 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 ultra, 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 hoch, 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 ebenfalls Raytracing hoch und ebenfalls Pathracing hoch. Mehr geht nicht. Und ihr seht es schon da oben in der Einblendung. Ja, dieses kleine Menü oben rechts, das ist ein GeForce Now-Menü. Das zeigt mir an, wie viele Frames berechnet das Spiel gerade und wie viele Frames kommen bei mir am Datenstrom an. Ich habe hier einen 120-Hertz-Monitor, das heißt, ich bin stabil bei 120 FPS momentan im Datenstrom. Ich bin mal gespannt, wie das gleich sein wird, wenn das Spiel losgeht. Jetzt halte ich mal meine Zapper und dann gehen wir rein ins Spiel. Ja, normal. Habe ich mir schon angeguckt. Story-Modus alleine reicht mir hier nicht. Ich will normal spielen. Okay. Verbrenne den Dunkelheitsschild. Fortfahren, es geht schon los. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Okay. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als wer die ganze Geschichte zu kennen. Nicht was. Nicht weiß, nicht wissen sollte, um was es in Alan Wake 1 geht, gibt es ein wunderbares zusammenfassendes Story-Video von Halt and Catch Fire in Deutsch. Schaut es euch gerne an. Ich kann es auch gerne mal verlinken unten. Was ist das jetzt hier? Kann ich schon was machen? Nö. Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Okay. Das ist ganz lustig, dass im Hintergrund schon so dieses Klavier einsetzt, ne? Diese langsamen Streicher, typisch Horrormusik. Und was liegt da jetzt? Was steht da jetzt? Ein seltsames Reh? Nee, hä? Zwackelt was. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Ich glaube, das liegt. Guck mal. Schaut mal auf die Seite. Ich glaube, ihr müsst euch drehen. Ja, genau, hier. Monster haben viele Gesichter. Was, Monster haben viele Gesichter? Okay. Oh! Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Ist das ein Mann? Ein behaarter Mann? Was ist das für ein haariger Rücken? Holy! Zeig es mir. Ist der nackt? Junge, der hat keine Hose an. Zeig mal. Nee. Da! Oh, fast. Fast gesehen. Ich sehe nur einen dicken Bauch. Ich sehe tatsächlich nur einen dicken Bauch. Also sorry für das schnelle Hin- und Her-Scrollen jetzt hier. Aber ich wollte einfach mal sehen, was sieht man von dem jungen Mann, von dem älteren Herrn da. Ich sehe ja noch nicht mal sein Gesicht. Nee, man sieht weder sein Gesicht noch sein war es ganz kurz zu sehen? Es ist immer im Schatten. Man sieht es einfach nicht. Okay, genug der Spielerei. Wir wollen hier nicht auf der Suche nach Auberginen gehen.
Also, ich bin so ein alter, dicker, behaarter, nackter Mann, der im See erwacht ist. Wenn man Story Teil 1 kennt, weiß man vielleicht, was das mit See zu tun haben könnte. Aber es kann ja nicht Alan Wake sein hier, der Dicke. Hörst du mich? Hä? Das sind Leute, die reden. Komm, lass mich mal zu denen gehen. Schon weg. Komm da nicht hoch. Nee. Muss hier lang gehen. Diese Stimmen, habt ihr die gehört? Hören euch die Stimmen? Hört ihr die auch? Ah, wofür bin ich denn jetzt hier? Ich habe keine Bewegungsunschärfe gefunden. Ich dachte, ich hätte die sonst gerne noch ausgestellt. Vielleicht war ich einfach nur auch zu blind. Mann, das sieht aber hier grau, blau und dunkel aus. Ich sehe gar nichts. Was ist das hier für ein Dschungel? Da geht's weiter. Oh! Digga! Sag mir nie, du! Oh. Alter! Ey, das mit dem Livestream überlege ich mir nochmal. Ich spiele hier gerade mal 3 Minuten. Ist noch gar nichts passiert. Ich erschrecke mich zu Tode und der dicke, nackte Mann, ne? Was geht ab, ey? Meine Güte. Kalter, toter Klumpen. Ja, kalter, toter Klumpen. Das habt ihr jetzt auch gehört, oder? Jetzt kann ich gleich rennen hier. Ja, also rennen, okay. Das ist kein Joggen, kein Rennen, das ist humpeln. Aber er bewegt sich schneller als vorher. Nennen wir es mal so. Vielleicht. Oh! Nein, stopp! Leute, ich kann gar nichts tun. Und ich habe Gänsehaut. Shit. Will ich hier wirklich weitergehen? Hier geht's auch gar nicht weiter. Nee, hier gehe ich ja wieder zurück. Hier lag nur ein Baum, okay. Hört ihr diese Stimmen auch? Oder bilde ich mir das nur ein? Meine Güte. Jetzt weiß ich auch, warum das rund um Halloween rausgekommen ist, das Spiel. So. Da hinten ist eine Lampe. Also eigentlich will man doch ins Licht, da ist man in Sicherheit, ne? Was zeigt mir den Terror? Hat er gerade gesagt, zeigt mir den Terror? Ah, okay, hier gibt's weder was zum Angucken noch irgendwie was zum Auswählen. Leave no trees. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein Jumpscare, ich weiß es genau. Nein, erstmal kommt ein Auto. Also komm, da läuft. Ich wollte gerade sagen, da läuft ein behaarter alter Mann auf euch zu, ihr müsst den da retten, aber nee, das sind ja keine guten. Den holen wir uns, sagt er. Jetzt wäre ich angeschossen, jetzt wäre ich angegriffen von irgendwelchen Monstern mit. Krass im Kopfschmuck. Wir sind der Kult des Baumes. Wir wachen in der Nacht. War das ein Herz? Also spätestens jetzt wisst ihr, warum das Spiel USK 18 ist. What the... Junge, Alter, ist das ein intensiver Einstieg.
Also das kommt doch durch keinen YouTube-Monetarisierungsfilter, dieses Video. Ja, Alan Wake 2. Was für ein krasses Intro. Und dabei weiß man da gar nicht, wer das war, um was es hier ging. Das Einzige, was ich sehr erfreulich festgestellt habe, waren die FPS, waren jetzt nie weiter runter als 40. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Wow. Okay, weiter geht's. Jetzt hören wir eine Frau, die telefoniert mit dem Kind und fährt hier über eine Straße. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Alles für die Arbeit. Ist das vielleicht die Polizistin? Letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Night Springs. Spoiler. Night Springs. Na dann, viel Spaß mit der die Serie, für die Alan Wake im Teil 1 geschrieben hatte, zumindest der seinen Ruhm unter anderem auch begründete. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan. Oh, ja. Tschüss, Kleiner. Owie wowie. Tatsächlich, es war die Polizistin. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Paralleles Kaffee trinken. Sowas mag ich ja. Solche kleinen humoristischen Anfälle. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Okay. Ist genau. Warum ist das so komisch blau eingefärbt? Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Das ist doch der FBI-Typ aus Teil 1, glaube ich. Wie hieß er? Keine Ahnung. Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Oh, war das jetzt? Ist das ein echtes Video oder ist das jetzt Spielgrafik, Leute? Gehen wir an die Arbeit. Oder eine Mischung aus beiden? Oh, jetzt haben wir hier aber starkes Kriseln und Ruckeln. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Return One. Einladung. Okay. Was ich definitiv machen muss, ist dieses Motion Blur ausmachen, wie es hier nachzieht. Aber okay, das kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich DLS natürlich aktiviert habe, dass er einfach nicht so schnell hinterherkommt. Ihr seht das auch, oder? Ich bilde mir das doch nicht ein. So, was haben wir denn hier? Eine Karte. Die Karte zeigt Schlüsselregionen in dem Gebiet an. Übrigens, ich mag so den Sound bei Epic Games Store Achievements. Das mag ich einfach so sehr. Weil. Das erinnert mich immer an Dead Island 2. Das habe ich da so oft gehört. Und es hat immer so gepasst von der Stimmung, von der Atmosphäre her. Gedankenraum, Cauldron Lake. Hä, warte, was steht da oben? Spieler. Da. Alles klar. Gut. Weiß ich schon mal Bescheid. Ziele 2, Y. Erreiche den Tatort und finde die Deputies. Na, das können wir ja machen. Ist ja nicht so schwer. Und dann haben wir Gedankenraum, Cauldron Lake. Also lange komme ich hier rein. Okay, baut auch erstmal auf. Weiterspielen, Laden, Option, Schwierigkeitsgrad. Nö, in diesen Gedankenraum komme ich da jetzt nicht rein. Oder muss ich da zur Seite? Nö. Okay, dann geht's weiter. Dann gehen wir. Ah, jetzt natürlich, ja. Welche Richtung war es? Die hier, wo der Typ steht. So. Ich weiß ja schon, wie ich rennen kann. Hey, hier drüben. Wo kam der Ruf her? Hier. Hallöchen. Hallöchen. Hey, Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson. Ich Saga, so spricht man es aus. Mein Partner Alex okay. Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan?
Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Na, dann gehen wir doch mal hin zum Tatort, komm. Der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Alter, was quatscht da für ein Zeug? Ich hätte gern ein Briefing. Gibt es Zeugen des Verbrechens? Okay. Was können Sie uns über den Tatort sagen? Herz? Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe... Organe? Es war nicht nur das Herz. ...außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Ja, na klar, sollten Organe innerhalb eines Körpers sein. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Okay, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Ja. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Gut, dann gehen wir mal zur Leiche. Also es ist ja nicht so, dass sie die noch nicht gesehen hätte. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Okay. Der Laden, der Campingplatz, alles. Ja, Mann, dieser Thornton. Geiler Nervsack. Na dann. Ach, sie duckt sich automatisch, okay. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Dieser Blur-Effekt gefällt mir übrigens sehr, wenn der übers Menü gelegt wird. Du kannst auf die Falltafel im Gedankenraum zugreifen. Ja, das sag ich ja, das wollte ich doch vor uns sehen. Der Gedankenraum. Wow. Meine Version der Gedächtnispalast-Technik, um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Okay. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Alles klar. Gedankenraum, Falltafel. Fakten stehen an der Tafel. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Also wundert mich, dass sie die Leiche noch nicht gesehen hat, aber alles schon weiß, ne? Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Benutze er, um dich zu bewegen. Alles klar. So, Mordmethode. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht die Todesursache. Thoraxtrauma. Wassereinwirkung nach... Ja, steht dort nicht. Okay. Dann haben wir hier noch... Ach so, jetzt kannst du die Falltafel wandern und sie mit B verlassen. Jetzt, ne? So, aber warum geht es denn nicht weiter? Wassereinwirkung nach... Was nach? Nach dem Tod, oder wie? Zwei der Opfer hatten blaue Flecken. Wurden sie gefesselt oder festgeschnallt? Wir wissen es schon. So, nee, hier rüber will ich dann noch gar nicht. Will das hier anzeigen. Ein tiefer Schnitt in der Brust. Herz fehlt. Das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma. Genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustands der Leiche schwer zu sagen. Alle Leichen wiesen Blähungen auf. Der aufgeblähte Leichnam deutet auf Ertrinken hin. Doch nur ein Opfer im Wasser wurde im Wasser gefunden. So, was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich die Opfer. Vor 2 Wochen gefunden. Genau. Percy. Mensch, die Steuerung sah komisch hier. Vor 2 Wochen gefunden. Die Todesursache war die Wunde auf der Brust. Die Leiche war mit unleserlichen Tattoos übersät. Percy Wolf, Ladenbesitzer. Alles klar. Herz entfernt, seltsame Tattoos. Dann haben wir hier Randy Davis, Lehrerin, aufgebläht. Große Wunde auf der Brust. 2018 im Colton Lake gefunden. Einige Organe fehlen. Raubtier. Der Zustand des Körpers passt nicht zu den 8 Jahren, die er in einem See verbracht haben soll. Glaube ich. Und hier haben wir noch Ted Lane. Zahnarzt. Stichwunden aufgebläht. Blutergüsse auf Handgelenken. Das Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Es wurde 2012 entdeckt. In einem Erdloch begraben. Das sind die Opfer. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Wartet mal. Jedes wurde 2010 als vermisst gemeldet? 2018 gefunden und vor 2 Wochen gefunden. Und jetzt vor 2 Wochen, ich denke mal, wir sind einfach heute im Jahr 2023. Das ist aber krass. So, die Morde am Cauldron Lake. In der Stadt Bright Falls hat sich eine Mutter ereignet. Die Suche nach den Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen. Genau so, das ist die eine Akte. Das sind die Opfer, das sind die Mordmethode. Jetzt haben wir hier Profil des Mörders. Rede mit jemandem, stand da.
Profil des Mörders. Also da weiß ich anscheinend noch nichts zu. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersehen. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Und dann haben wir noch, der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Ich würde einfach sagen, das ist ein Creep, ein Freak. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist keine Moni. Jetzt haben wir hier noch Fälle. What? Da kommen noch mehr? Krass, okay. Fälle. Und dieses Teil. Und dann haben wir jetzt hier oben die Karte. Ah, jetzt kommen wir zum Gedankenraum und zur Karte. Alles gut. Ah, ich kann das immer wieder... Ach, das ist mein Gedankenpalast. Mein Gedankenpalast. Ich kann mich zurückziehen. Ich bin einfach bei mir. Und diese Karte, die ich einmal gesehen habe, die kann ich mir anscheinend immer wieder einprägen und verarbeiten. Dann habe ich meine Falltafel. Was habe ich außerdem noch in meinem Gedankenpalast? Das will ich ja jetzt doch schon noch wissen. Ich meine, es kann ja... Wenn ich schon in meinem Gedankenpalast rumgehen kann, muss ja auch noch mehr sein. Ein Kaffee wäre zum Beispiel ganz cool. Ist aber nicht da. Nein. Aber eine Tür. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Ah, die Tür geht nur wieder raus. Vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade erst an. Gehen wir die... Okay. Ich komme in den Gedankenraum ständig, aber die Karte kann ich aufrufen, indem ich länger drücke. Verdammte Natur. Alles klar. Komm auch immer schnell hier hin. Ja, her, hin. Alles klar. Gut. Das habe ich erstmal soweit verstanden. Dann gehen wir hier weiter, wo der mein Kollege schon weitergegangen ist. Ja, ich habe die Karte. Willst du jetzt wirklich, dass ich die Karte nochmal aufrufe? Meine Güte. Auch hier lädt er ziemlich lange nach. Ich meine, ich kenne das jetzt gerade noch von City Skyline 2. Aber auch hier lädt er die Texturen echt lange nach. Aber ich glaube, hier ist einiges noch in dem Spiel. Warum gehen wir hier lang? Warum sind die gerade ausgegangen? Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Hä? Sie wirklich? Haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Wow, sowas von einem Mann zu einer Frau? Sehr selten. Haben Sie toll. Vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Anderson. Gut vertont. Richtig geile Synchronstimme. Aber sehr, sehr wenig Umgebungstöne, Lautstärke. Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich auch nicht. Mit A können wir hier runterspringen, alles klar. So, was haben wir hier? Mirror Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak, the iconic landmark overlooking Carlton Lake. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake, mirrored in all its inverted glory. Naja, was zeigt er mir denn da an? Ach, hier. Ich hätte es mir auch einfach in Deutsch durchlesen können. Jetzt weiß ich Bescheid. Und ich kann das Ganze auch noch zoomen. Okay, also von FPS muss ich aber wirklich sagen, also bisher läuft das alles gut. Ich mache die Statistik oben mal wieder aus. Oh, I don't know. Steuerung N, ich komme in irgendwelche Ausrüstung und Gegenstandsmenü rein. Weiß ich jetzt nicht, wie ich da hingekommen bin. Lass ich mal noch. Ich will ja mit Controller spielen und deswegen will ich auch weiterhin alles mit Controller mir erlernen im Tutorial. Also ein echt bisher ruhiges Pacing. Wir beginnen sehr langsam, sehr strukturiert. Nach diesem Schocker zu Beginn, den ich aber schon fast wieder vergessen habe, gebe ich ehrlich zu. Ist einfach jetzt sehr, sehr schön atmosphärisch und auch echt und gut umgesetzt, wie du das FBI hier kommt, wie die beiden sich verstehen oder eben auch doch nicht. Beziehungsweise gleichzeitig Kaffee trinken. Wenn man zurück zur Natur möchte. Und man läuft ja echt lange hier runter. Jetzt können wir beide auch rennen, okay. Aber ich kann ihn nie überholen, ne? Er hat gesehen, wenn ich losrenne, rennt er auch los. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Hey! Deputy Thornton, nehme ich an. Bin ich zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Alles klar. So siehst du mir aus. Kommen Sie, ich zeige Sie Ihnen. Aber so stark gemacht. Also ich habe mir heute das Story Recap zu Teil 1 angeguckt. Und ganz ehrlich, also wer da die Charaktere sieht und wie die so animiert waren und dargestellt waren. Und das dachte man ja damals, dass es geil ist, dass es High-End ist. Aber Wahnsinn. Und heute sieht man, dass es sieht aus wie im Film. Geil. Und die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute?
Sehen wir uns die Leiche an, ja? Okay. Wow. Hier wurde der Mord begangen. Sag bloß. Er lag auf dem Tisch. Jetzt sieht man die Aubergine. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Planer. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Das Herz liegt einfach da. Zu den Mustern der vorherigen Morde? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigestellt. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. Gut, das heißt jetzt, das ist jetzt also Opfer Nummer 3 auf Deutsch, oder was? Erlaubt es, Säcker die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild mit A aus, um es auf der Falltafel zu platzieren. Achso, hier. Hinweise einblenden. Tatort. A. Noch was macht der automatisch? Taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Okay, also Leiche Nummer 4. So, wird ein Schlüsselbild auf die Falltafel gelegt, beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Genau. Und jetzt müssen wir rauskriegen, ob das also mit denen zusammengehört. Da gibt es eine neue Frage. Ziele sind auf der Falltafel in deinen Zielen einsehbar. Zeig mal her, untersuche den Tatort. Ja, macht Sinn, ne? Genau, das hat er mir angezeigt. Übereinstimmung. Die müssen wir jetzt finden oder auch nicht. Kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. Wow, so ein Detektivspiel hätte ich gar nicht gedacht, dass das ist. Super. Mit denen er gefesselt wurde. Blutergüsse an den Händen. Ja, hatten wir. Hab das Herz. So, was haben wir hier? Wieder die Thoraxöffnung. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Ganz eindeutig bisher, oder? Dass das zusammenpasst, meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir also wieder auf die Falltafel. Nein, wir können nochmal zoomen. Oh, falsche Richtung. Hier. Können wir uns irgendwas anderes noch angucken? Nee, war es schon. Also ab zur Falltafel und jetzt bleibt mal hier die Hinweise, genau. Ablegen. Macht er automatisch immer. Aber wenn er es automatisch macht, dann müsste ich da jetzt in die drei Tasten hier drücken. Das macht da gar keinen Sinn. A. Steuerkreuz, A. Nee, gut. Steuerkreuz, A. Ja, so habe ich auch gerade gestöhnt. A. Warum legt er das denn jetzt nie hin? Was hat denn der für ein Problem? Ach, dort. Ja, ich will das wirklich an die Stelle legen, wo es hingehört. Sie nicht. Festgebunden. Definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Ja, weil sie ja erwischt wurden. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Okay, natürlich weiß ich das nur, dass sie die Mörder erwischt wurden. Hinweise haben die offene Frage gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Okay, du kannst ja die aktualisierten Ziele anziehen, indem du Y drückst. Dann gucken wir mal, jetzt haben wir 3 Ziele. Untersuche den Tatort, erfahre mehr über das Opfer, erfahre mehr über den Mörder. Mörder, als ob ich schon wüsste, wer der Mörder wäre. Gut, Mord stimmt mit vorherigen Fällen überein, Tat wurde unterbrochen, sage ich ja. Vielleicht finde ich diesmal etwas. Wäre ganz toll. Der, die, das Mörder, wissen wir noch nicht. Finde Beweise. Das Opfer, rede mit jemandem. Dann tun wir das mal. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wenn du den Gedankenraum besuchst, wird das Spiel nicht pausiert, also achte auf Gefahren in Nähe. Okay, das ist tatsächlich ein hilfreicher Hinweis. Ich dachte jetzt, das ist die ganze Zeit Pause. Was hat sie denn hier noch? Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Ja, okay. So, was haben wir noch? Liegt vielleicht was drunter? Nee. In den Pfützen liegt auch nichts. Hier haben wir was. Ach, lass mich ran. Das waren die Leute, die... entsprechend. Niemand hat hier Bier getrunken. Hat die Städter, wie sie benannt wurden. Gab es da eine Kamera? Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera?
Interessant. Also die Hinweise, die füge ich jetzt noch nicht hinzu. Ich sammle erstmal die anderen noch ein. Hier waren noch eine 3 und eine 2. Gibt es Fußspuren? Es waren mehrere Leute hier. Ja. Mehrere Killer. Okay, wir haben 2, 3. Dort war die Nummer 4. Das war die Nummer 1. Gibt es noch irgendwo eine Nummer 5? Jetzt müssen wir jetzt mal in den Gedankenraum wieder reingehen. Schauen wir uns die Hinweise an. Mehrere Fußspuren. Ja, dann muss ich hier natürlich hier Mörder. Genau. So, dann habe ich hier starke Blutspritzer. Das ist das Opfer. Nee, will er nicht. Ja, die Mörder, Blutspritze. Mehrere Angreifer anwesend. Chaotischer Tatort. Verbrechen aus Leidenschaft? Vorsätzlich? Für später. Stativ in der Nähe der Leiche. Für später. Zurückgelassene Kühlbox und Bierflaschen. Damit kann ich jetzt dann nichts machen. Schade. So, Y-Ziele. Mehr über Opfer, mehr über Mörder erfahren. Das, was eigentlich so immer die Aufgabe ist, ne? So, liegt hier was? Ist hier was? Nö. Ist das hier. Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Nightingale? Er war beim FBI und kam vor 13 Wirklich? Jahren her. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale. Nightingale. Robert Nightingale? Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Aha. Waffenbrüder. Na, Waffenbrüder würde ich es nicht nennen. Du entdeckst Hinweise, indem du mit Leuten redest und deine Umgebung erforschst. Genau, Umgebung habe ich schon erforscht, jetzt rede ich mit den Leuten. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I jetzt ist, spricht dafür mal Englisch. Wir hatten keine Fälle zusammen. Nachdem sein Partner im Einsatz getötet wurde, drehte er völlig durch. Er wurde danach gleich mal entlassen. Okay, warum spricht er jetzt Englisch? Optionen, Audio, Dialoglautstärke 100, Bass. Ne, Gameplay war Deutsch hier. Wo hatte ich denn das Deutsch eingestellt? Interface, Textsprache Deutsch, Dialogsprache Deutsch. Sehr seltsam. Okay, was passierte, was nachdem er Nightingale passiert, nachdem das Büro sie spricht Deutsch. Hatte. Nur er nicht. Okay, da muss noch ein Pad kommen. Also, Depressionen führten zu Alkohol, er hatte verrückte Theorien, jagte Geister, bis er verschwunden war. Er landete wohl hier. Ich wette, da steckt mehr dahinter. Ja. No happy ending. Ah, er hat auch eine sehr, sehr gute englischsprachige Stimme. Und vor allen Dingen, er ist also seit 2010 verschwunden. Er ist jetzt vierte Opfer, was seit 2010 verschwunden ist. Genau wie bei allen anderen Opfern. Jetzt ist er wieder Deutsch. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. 2010, 4 Leute verschwinden. Alle werden irgendwann später, viel später gefunden und sind dann erst tot, kommen aus dem See. Wir wissen jetzt, dass er aus dem See gekommen ist. Wir waren ja er. Das war bei dem anderen Opfer auch so. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Okay, wir haben schon wieder einen neuen Hinweis. Pass mal auf, hier. Thornton, das Opfer heißt Robert Nightingale. Zuletzt gesehen Pride Falls, genau. Zack, Opfer. So, dann haben wir hier noch für später Casey. Nightingale drehte durch, das FBI feuerte ihn. Haben wir das auch miteinander Robert verknüpft. Ex-FBI. Kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Ja. Alles klar. Und jetzt haben wir neue Hinweise. Stativ in der Nähe. Vorsätzlich oder spontan. Gut. Sieht neu aus. Stammt von den Mördern. Warum? Um eine Kamera anzubringen? Für einen Snuff-Film? Ich glaube nicht, dass das von den Mördern war. Obwohl, das Auto stand schon da. Das könnte doch schon sein. Warum sagt jemand, Okay. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Ja. Die Ausrüstung lag bereit. Könnte sein. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Aber muss ja nicht sein. Er ist seit 13 Jahren verschollen. Und vor allen Dingen, woher wussten die, dass er genau in dem Moment aus dem See kommt? Warum jetzt? Opfer kam aus... Oh, was passiert jetzt? Profiling. Get into the subject's head. Okay, sie spricht jetzt auch auf einmal Englisch. Profilerstellung. Fühlen, was sie fühlte. Das Wissen nutzen, um aus einer Intention eine Enthüllung zu machen. Es zusammenzufügen.
Okay, Profiling. Mit Hilfe von Profiling in Sayas Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Alter, ist das krass gemacht. Hervorragend. Das, was man sonst aus Serien und Filmen kennt, kann man jetzt endlich mal selber machen. Diese Tasse heitert mich immer auf. Not the worst, Mom. Nice. Okay. Ich wollte zwar zum Profiling, aber gut, dass es mir die Tasse gezeigt hat. Warum gibt es kein Achievement? So. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen entdecken, finden, vermisste Personen. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Er war auch dort. Okay. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Das hat sie jetzt einfach so rausgekriegt. Geil. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See. Okay, das habe ich ja jetzt gerade gesehen. Ich dachte, da kommt dann noch was Neues, was Ergänzendes, aber deswegen ist es auch ausgegraut. Ist eben nicht so. So ein Ritualmord. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Ja, okay. Kann das alles nachvollziehen? Aber jetzt mal ganz ehrlich, woher weiß sie das? Also, dass der einfach so aus dem See gekommen ist. Woher sie sich da so sicher? Dann gehen wir zurück zur Profiltafel. Da haben wir wieder neue Hinweise. Nightingale kam vom Cauldron Lake. Und deswegen müssen wir jetzt natürlich auch in die Richtung gehen und uns das näher anschauen. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist. Aber warum jetzt, nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Also gehen wir zum Seeufer. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Ja. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Okay, dann warte ich einfach hier. Alles gut, Thornton, du wartest da. Bin ich einverstanden mit. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Oh, vermutlich krass. Auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Ja, aber der hätten da auch Klamotten haben können. Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Ich liebe diesen Teil. Oh, habt ihr gesehen, wie der geflattert ist gerade? Witch's Label. Dass Bäume so groß werden. Oh, ja, allerdings. Irgendwie unheimlich. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Was haben wir denn hier? Eine Hexe ohne Herz. Eine Hexe ohne Herz. Ein seltsames Echo unseres Mörders. Ja, sehe ich auch so. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfskelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an dem Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie erst jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Alles klar. Hier geht's ab. Was für ein geiler Baum, jetzt mal ganz ehrlich. Mega. So, untersuche den blockierten Weg. Da ist was.
Schau mal, hier liegt was. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Ja, warum nimmst du es nicht? Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Aha. Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. The Virgin was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Gone missing here 13 years ago. We had suddenly turned up. Only to be murdered in brutal ritual on the very day of their arrival. Okay, da sind wir wieder. Im Leben und Schaffen und Werk von Alan Wake. Weil das ist genau das, was passiert ist. Es steht dort auf dem Zettel. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Ich hab's gelesen. Ist nicht von Mördern. Der Text handelt von uns. Eben. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass sie verletzen würde. Okay. Also kleiner Kritikpunkt auch noch am Spiel. Das Sounddesign ist mal total leise. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Und jetzt war es auf einmal total laut, die Dialoge. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Saga spricht total leise. Was haben Nightingale und diese Seite gemeinsam? Der Typ schon mal lauter. Und das gerade war auch extrem laut. Was haben wir hier an die Seite? Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Wen befragt die denn da? Die verdenkt sich in Nightingale rein? Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Aber das macht sie wie ein Interview, ne? Als ob sie jemanden fragen würde. In seiner Brust? Nein, da steckt was in seiner Brust. Quatsch, lass es. Und dann, da war noch die Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hat, nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheit, die hinter der Schwelle zittern. Das Lesen der Worte, dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. War eine Botschaft. Geil. Geil. So, Falltafel. Zeig mal her, was haben wir für neue Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Ja, na klar, kam das Opfer irgendwo her. Was haben wir dann noch? Dann haben wir Spur verloren. Das gehört dorthin. Zu viele Unbekannte. Es ergibt keinen Sinn. Stelle ich die falschen Fragen, weil Nightingale kam vom Cauldron Lake, Spur aber verloren, eine Sackgasse und gleichzeitig ist er durch einen Felsen hindurchgegangen. Das macht keinen Sinn. Ja, ist hier sonst noch was? Lies ein. Was stand da? Lies ein Manuskript. Achso, muss ich das weiterlesen, damit ich weiterkomme. Nightingale verbirgt etwas in sich. Ja, in sich, genau. Alter, jetzt wird's krass. Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss diese Leiche in der Stadt genau und so. In der Stadt. Interessant. Lass lesen der Worte. Dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren. Okay. Und nachzusehen, was sie verbirgt. Ehrlich, jetzt machen wir eine Obduktion? Wirklich? No way, oder? So, das ist der eine Fall. Und hier haben wir noch die anderen Fälle. Die Morde am Cauldron Lake. Null, Hinweise 0 für den Hintergrundfall. Alles klar. Und das ist der Fall, an dem wir jetzt... Geil, spannend gemacht, tolle. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Ja. Okay. Aber tolle Ermittlungsarbeit. Warum hat das bisher noch niemand in dem Spiel so umgesetzt? Oder ist mir das einfach noch nicht bekannt? So, wo gehen wir da jetzt hin? Wo sind wir hier? Wir sind ja in dieser Sackgasse. Na, dann gehen wir doch zurück.
Warum gehen wir nicht da lang? Da wäre doch... Wo könnten wir doch mal hier lang gehen? Willst du nicht, oder was? Komm mal, wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ja, na klar würden wir mehr finden. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Wow. Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Aha, hier geht's nicht weiter. Wünsche zu projizieren? Bin also schon sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Hier geht's nicht weiter. Das Wasser ist zu tief. Ach so, das hat sie schön, jetzt gesehen. Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Warum sagt er das jetzt? Er ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Völlig sinnlos. Und warum kann ich... Ich will jetzt mal hier lang gehen. Wir sind doch keine Schlauchartigen Levels. Ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Also da ist doch was. Und hier gibt's Geräusche. Diggi, so gefällt's mir. Das ist Ermittlungsarbeit. Aber hier komme ich nicht lang. Oder? Oder? Stürze ich jetzt ab und bin tot? Nee, geht nicht lang. So, dann schauen wir mal hier. So. Ich hab schon. Ich denke mal, da kommt schon was. Hier ist nichts. Außer Geräuschen. Angsteinflößenden Geräuschen. Aber es ist immer nur der Wind. Ich füge doch hier keinen Raum ein, wenn dann hier nichts ist, oder? Jetzt mal ehrlich. Ach, sie geht nach beiden Seiten auf die Tür. So, was haben wir hier noch? The Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Hier könnte ich jetzt lang gehen, aber vorher wollte ich ja noch mal gucken. Da war noch so ein Stuhl. Habt ihr den auch gesehen? Ich habe ihn gesehen. Genau hier. Also hier saßen ja auch Leute. Aber logisch. Hier ist doch was. Friday. Mitch told me... Okay, Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kopf versauen? Dann haben wir Sonntag. Ich habe es ihr gesagt. Sie hat aber nur Danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Ja, das Leben eines Jungen. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und rumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg, das ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Sehr interessant. Warum hat sich jetzt hier... Was passiert hier in diesem... Hallo? Habt ihr das gesehen? Der Müll hat sich bewegt von alleine. Was hat sie da gefunden? Munition, so wie es aussieht. Okay. So, und hier? Hier stand ein Typ und hat geguckt. Aber hier ist ja kein Haus zu sehen. Also ich sehe zumindest keins. Hier ist auch noch was. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Was ist das? Und sie hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Ah, okay. Sie hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach dran, dass Alan über uns wacht. Alles klar.
Manuskriptfragmente. Lunchbox von Alex Casey. Manuskriptfragmenten werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Ja, Waffenverbesserung. Ich habe überhaupt eine Waffe. Gut, ich habe ein Manuskript. Also so ein Fragment. 12 könnte ich mir mehr Kugeln holen. 12 könnte ich mir erziele 2 Köpfschüsse in schnellerer Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben? Warum sterben die nicht? Immer und immer wieder. Halte den Feuerknopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Dies erhöht die Feuerrate drastisch. Ja, da fehlt mir leider noch ein ganz paar was, ne? Aber geil. Habe ich vor uns gar nicht gesehen, dass ich da rankam. Ah, jetzt hier. Ah, alles klar. Es wird alles so peu à peu. Peu à peu wird das alles hier aufgedeckt. Super. Gefällt mir. Nimmt mich total mit, storytechnisch. Gebe ich ehrlich zu, das machen die vom Pacing her genau richtig. Man findet das eine, man findet das andere. Und dann will man wissen, wie es weitergeht. Echt, echt gut. So, und hier drüben war ja noch was. Wahrscheinlich komme ich jetzt einfach nur wieder. Wussten Sie, dass sich der gesamte Bereich in einer Caldera befindet? In einer der Vulkan? War früher ein aktiver Vulkan. Ja, ich weiß ja, was Stellen eine Caldera Sie sich vor, ist. Welche Kraft nötig war, um diesen Krater auszuheben? Calderas sind ziemlich selten, also genießen Sie den Anblick. Wir stehen also praktisch im klaffenden Höllenschlund. Wo ist er denn eigentlich? Wir haben es erfasst. Hier sind wir lang gegangen. Geologie war meine Leidenschaft in der Schule. Kann ich hier runtergehen? Ich habe Logan beim Bau ihres Vulkanprojekts geholfen. Schummeln beim Wissenschaftsprojekt? Das ist beinahe ein Verbrechen, Anderson. Wie könnte ich eine schöne Zeit mit einem Vulkan ausschlagen? Okay, ich meine, geht's mit meiner Tochter. Das sieht aber echt beeindruckend aus. Zurück, Anderson. Sagt er immer, willkommen zurück, wenn ich irgendwo aus einer Sackgasse, aus dem See rauskomme oder sowas. Gehen wir halt hier lang. Aber was mich gerade irritiert, doch hier wird die Vegetation besser dargestellt. Ne? Ich dachte gerade, es ist nur so zur Seite gegangen. Aber geil, man geht hier einfach so durch den Busch durch. Ne? Ist richtig gut gemacht. Ah, hier, okay. Also es sind wirklich die Bäume, kann man einfach so, da passiert gar nichts. Hier, zack. Bei den anderen war das besser dargestellt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Habe ich mich verlaufen? Man, wo bin ich denn? War doch noch nicht an der Telefonzelle, oder? General Store. Wo muss ich hin? Zeig mal her. Kehre nach Bright Falls zurück. Ja, und wo ist das? Da hier, zum Tatort oder was? Nee, zum Parkplatz. Hätte ich da jetzt nicht einfach, aber hier ist was zu. Aber hätte ich doch wahrscheinlich hier durchlaufen können. Bony Leg Path. Naja. Dann laufen wir jetzt halt den Weg lang, wie er ausgeschildert ist. Aber ich denke schon, ich hätte da hinten andersrum langkommen können. So, wir fahren jetzt nochmal nach Bright Falls und gucken uns nochmal die Leiche an. Und dann denke ich mal, machen wir für den First Look erstmal Schluss. Oder ist hier noch was zum Ansehen? Ja. Hallo. So, du kannst B verwenden, um Sagas Taschenlampe zu verwenden. Na, das gefällt mir. Sie haben viel Müll zurückgelassen. Ja. Nicht sonderlich penibel. Hier, was liegt denn hier? Mal wieder so ein Tagebucheintrag. Verdächtige Aktivitäten entdeckt am 3.9. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren dagegen gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Nichts zu berichten, Empathiere wie immer. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer, ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Also es gibt anscheinend immer wieder so ein paar Meldungen, dass hier was los ist in dem Bereich. Sind das Zeugen? Sind das nur irgendwelche interessanten Funde? Und vor allen Dingen, wer hat das geschrieben? Die müsste man doch dann finden. Haben sie sich verlaufen, Anderson? Fragt er mich, obwohl ich ihn nicht höre. Da ist zu. Okay. Was liegt hier noch rum? Pokerchips. Hat einer Poker gespielt. Tatsächlich, das ist wieder ein Hinweis. Yeah, habe ich was gefunden.
Und hier hat jemand geschlafen. Das wäre doch jetzt mal ein Hinweis. Warum ist jetzt hier kein Hinweis eingeblendet? Dass hier jemand geschlafen hat. Da ist eine Tasche. Junge, die Tasche müsste man ja mitnehmen, ne? Ich meine, hier gibt es ja auch eine Mikrowelle. Da ist sogar ein Zettel drauf. Wäre doch interessant, was da steht. Eine Matratze zur Seite genommen, da hat anscheinend schon länger keiner mehr drauf gelegen. Und noch eine Tasche und noch ein Schlafbereich. Okay. Wir nächtigen manchmal, Leute. Taschenlampe ich aus. Ich möchte mich kurz umsehen. Sie wissen ja, wo ich bin. Dann denke ich mal, machen wir hier weiter. Hoch zum Auto. Ha. Was hängt denn hier? Lol. Weiter geht's. Sonne kommt raus, wird langsam hell, ich sehe das doch. Aber wirklich visuell hervorragend umgesetzt. Wie so ein noch richtiger eine Film. Lunchbox? Wer lässt die hier rumliegen? Vor allen Dingen, da bin ich ja völlig falsch gelaufen, wenn ich zu einer Lunchbox komme. Denk dran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Okay, ich muss Lunchboxen finden. Nur leider verlaufe ich mich hier im Wald. Hä? War ich nicht vor uns hier? Ach, dann bin ich in dieser Ecke. Hier ist gesperrt. Jetzt weiß ich's. Sie trägt dann immer erst ein, wenn es gesperrt ist, wenn es auch soweit ist. Alles klar. Hier war ich, hier unten. In diesem Spot war ich, bei diesem Witch Hunt, genau. Und hier runter kam ich nicht. Aber hier hinten hätte ich lang gehen können. Damn, habe ich das verpasst. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg zurück und irgendwann muss ich wahrscheinlich dann nochmal hinkommen. Verschlossene Tür habe ich auch gefunden, ja, deswegen, ich muss ja irgendwann nochmal zurückkommen. Hier scheint ja auch noch was zu sein. Zumindest diese Bildsymbole muss ja irgendwas bedeuten. Also, einmal hier einfach nur krass den Weg zurück und dann bin ich am Auto, am Parkplatz, durch den Zaun. Mal gucken, ob der andere, der Mulligan, wenn er so hieß, noch auf uns wartet. Nein, ist jetzt hier auch zu? Ich bin doch aber von dort gekommen. Nee, bin ich nicht. Also ich verlaufe mich, sorry. Null Orientierung. Nach hier rumgekommen. Ja, hier lang. Hey, schön, Sie in einem zurück. Stück zu sehen, Anderson. Gut. Im Wald kann es gefährlich werden. Ich hoffe, die diese Sprüche, das sind Macho-Sprüche. Heftige Überflutung da unten, oder? Ja. Genau wie ich gesagt habe. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Nach dem Hirschfest? Eine Woche. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Die Bookers? Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Okay. Schlüssel zur Abkürzung. Danke. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Wo geht's da denn hin? Mann, hier gibt's noch viele Wege zum Erkunden, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, ach so, ich dachte, er nutzt den automatisch. Sie nutzt den automatisch. Hat sie nicht. Alles. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Städtchen? Sie hat doch dann gar nichts von der Stadt gesehen. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Genau. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Einen alten Generator. Lass mich wandern, aber nicht rein. Nein. Da hinten ist doch was. Ah, da ist zwei was. Hoch mit dir. Da ist noch eine Lunchbox. Yeah.
Cold Casey. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Ah, das ist schön gemacht. Hä, warum habe ich jetzt erst zwei Manuskripte? Ich habe doch vor uns schon eine gehabt. Das müssten doch jetzt schon drei sein. Nee, nicht Manuskriptseiten, sondern hier oben komme ich doch schneller hin. Hier. Profiling, Waffenverbesserung, vier sogar schon. Ach, da waren zwei drin. Ich verstehe. Okay, also die bunten Sachen, die deuten immer auf irgendwas hin. Vor uns habe ich ja auch sowas Buntes da an dem Zaun, nee, nicht an dem Baum hängen sehen, genauso wie hier. Das sind dann immer so Hinweise, Achtung, da könnte was sein. Jetzt wäre das mal interessant, ob das auf der Karte eingezeichnet ist. Also so ein X ist halt eingezeichnet. Dein Standort und das X dazu. Was auch immer, das FBZ-Station ist eingezeichnet. Komme ich jetzt aber nicht hoch. Vielleicht muss ich ja später nochmal zurück. Kann ja sein. Da hat er schon wieder gezittert, der gute Mann. Der Casey. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Ich sehe mir kurz was an. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Ja, wieso? Es geht hier etwa nicht lang? Ist das nicht der Weg? Geht's woanders lang? Nö. Das ist doch der Weg. Genau, wir gehen doch hier zum Parkplatz. Doch völlig richtig. Allerdings geht's hier ein bisschen auch kurz zur Seite. Und dann finde ich doch wieder zurück. Okay. Manuskripte. Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Nein, sind keine Manuskripte. Ich habe es endlich zum Cordon Lake geschafft. Mit der passenden Ausrüstung und meinen Talenten war der Zaun leicht zu überwinden. Ich habe ein merkwürdiges Verhalten meinen Vögeln umgeben, weil sie wirken aufgeregt und schwärmen um den See herum. Es sind keine Raubvögel in der Nähe. Ah, der Wind trägt komische Geräusche. Also es geht um den See die ganze Zeit. Bin ins Landesinnere gezogen, das Laub ist unglaublich. Ich muss im Herbst wiederkommen. Apropos, ich habe vorhin einen Trunkenbold durch den Wald tun gesehen. Hat sich ziemlich seltsam verhalten. Vielleicht war er auf Drogen, habe jedenfalls Abstand gehalten. Ich sollte mir über einen anderen Platz suchen. Wie lästig. Nachdem ich diesen verrückten Kerl gesehen hatte, beschloss ich den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hoch zu gehen. Ich habe einen fantastischen Aussichtspunkt zum Zelten gefunden. Aber ich bin mehr an diesem Alaska-Zwiebelgras. Für etwa 10 Minuten habe ich ein paar Wölfe oder Wildhunde gehört. Oh, sie klingen seltsam. Tollwut vielleicht? Alles klar, blödes Telefon ist tot, ich werde mich in der Zeit verstecken. Da ist wohl was passiert. Können wir eigentlich schon mal zusammenfassen, ne? So, hier geht's auch nochmal kurz abwärts, hoch zu es, besser gesagt. Haben wir hier noch was zu entdecken? Ja, haben wir. Aber okay, ich dachte, das ist jetzt nur eine Entdeckung, ist aber einfach nur eine seltsame Abkürzung. Ja, und er ist den anderen Weg gegangen. Lol. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ach, das sagt sie jedes Mal, wenn sie weiter weggeht. Alles klar. Und jetzt sagt er wieder, schön, dass du wieder zurück bist. Im Wald ist es gefährlich. Nee, diesmal nicht. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Oh, was haben wir jetzt hier? Das stottert ja wie Sau. Killer haben sich bisher noch nie so direkt alles gut gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Welcome to Bright Falls. Jetzt fahren wir nach Bright Falls rein. Ah, das sieht das schön aus. Jetzt haben wir hier auch das erste Mal ein bisschen Sonne, Reflexion. Das sieht doch aus wie aus einer Serie. Das ist doch ein Film, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das einfach nur eine Filmszene im Grafikstil gemacht oder ist das Spielgrafik? Alter, ist das geil. Also wenn das Spielgrafik ist und das die Zukunft von allen Games ist, mega. I'm in. Mit GeForce Now Ultimate. Das so Wasser befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee.
Mann, ist das mega. Ich rieche zwar keinen Kaffee hier bei mir unten im Studio, aber es wird gerade richtig spannend. Also das wirklich, das ist so wie eine kleine Thriller-Serie, die man entdeckt. Da hat man einen Mordfall, nachdem ich mich total geschockt habe am Anfang. Also sehr hochgesetzt momentan, das Schocklevel. Und jetzt geht man ruhig rein und versucht den Fall zu ergründen und was passierte und was ist. Und da ist rechts und links was. Der Wald, der ist so orientierungslos, ich verlaufe mich. Und jetzt gehen wir in die Stadt. Und da kennen wir viele Leute. Wir müssen Leute befragen, wir müssen eine Leiche obduzieren. Woo! Das wird spannend. Seid dabei. Am 31. Oktober. Das ist Dienstagabend. 20 Uhr machen wir das live hier auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles rund um Cloud Gaming. Beautiful People. Mich hat's gefreut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei diesem First Look hier heute von Alan Wake 2. Neu bei GeForce Now Ultimate spielbar, wenn ihr die Epic PC-Version gekauft habt. Kostet übrigens 50 Euro. Habe ich mir auch selber gekauft. Ich kaufe mir alle meine Spiele selber. Ich bekomme keine geschenkt. Schade, schade. Ja, ihr Süßen, ich wünsche euch was. Macht euch einen schönen Abend. Macht euch ein schönes Wochenende. Macht euch mal schöne Tage. Ich habe ein langes Wochenende vor mir. Supi, freue mich. Ab zur Party. Ab ins Konzert. Zeit mit den Kindern verbringen. Bye, bye. Beautiful People ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieber.